Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock The Sims 4 und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise familienadäquat. Ja, natürlich. Wir sind jetzt mittlerweile nur noch zu dritt hier, wie man hier sieht. Das bin einmal ich selber, das ist einmal bitte die freundliche Maya Müller und ja, die gute Kitami Quantum, ja, die ja eigentlich jetzt mehr oder weniger nur noch ein Roboter ist oder sowas. Oder Android oder Hybrid, wie auch immer. Ich habe folgende Gedanken gefasst. Ich habe folgende Gedanken gefasst. Das ist ja echt der Hammer. Und zwar, dass wir umziehen. Wir werden einen Rückzug machen, also einen rückwärtigen Umzug. Weil dieses Grundstück doch ziemlich groß ist. Und ich habe mir gedacht, ja, es ist eigentlich gar nicht mal so blöd, wenn wir umziehen. Und zwar dahin zurück, wo der Pfeffer wächst. Nee, natürlich nicht. Dahin zurück, wo wir gekommen sind. Aus einem einfachen Grunde, um die Ladegeschwindigkeit noch mal ein bisschen zu optimieren. Und es wohnen ja nun nicht mehr so viele jetzt auf diesem Grundstück. Und in dieser Sache sozusagen Rechnung zu tragen, ziehen wir sozusagen hier von der Windenburg wieder zurück. Wieder in die alte Heimat. Ja, das ist so der Grundgedanke gewesen. Und damit wir das Ganze hier einigermaßen reibungslos hinbekommen, muss ich erstmal hier gucken, dass wir die Teile, die wir für den Umzug ja gerne mitnehmen wollen, natürlich dementsprechend hier sozusagen auch hinpacken. Gab ja die Option, dass man mit dem Umzug, also mit dem Grundstück auch umzieht. Und da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ansonsten muss ich den ganz komplizierten Weg wieder machen. Hat ja aber auch geklappt, also von daher, gibt schlimmere Dinge. Ja, Umzug, Umzug, Umzug. Und dann haben wir ja eigentlich die große Umzieherei im Groben ja nachher durch. Was eigentlich schon eine Menge gemacht hatte. Also es ist jetzt ja mal wirklich eine Menge Haushalte. Und die werden wir da natürlich dann auch jetzt dann nach und nach alle so einspielen. Und ja, es kommt natürlich dann auch irgendwann die nächste Generation dazu. Ne? Das heißt, dass hier und da ja dann wieder weiter was passieren wird. Das ist ja normal. Familien werden zusammengestellt und sonstiges. Und man kennt es ja. Gut. Das Ding hier möchte ich erhalten haben. Ja, dann nimmt der mir natürlich auch den Dach hier weg. Das Dach weg. Och man, ey komm. Man kann es auch wirklich Los Pedantos machen. Oh, ey, komm. Alles einzeln? Es wird mich doch nicht für trollen oder so. Das Spiel will mich wirklich trollen. Das will mich so trollen. Es trollt mich. Es ist Troll Online. Ja, ihr seht schon das Problem, was ich da habe. Das sieht ja schon wieder ganz fantastisch hier los. Juhu! Das komplizierte Dach. Dann haben wir noch die komplizierten Zäune hier. Ach, Mann. Kamera wieder. Es ist gar nicht so einfach. Das müssen wir nachher wieder alle zurückplatzieren, ne? So, die Hunde gehen. Oh, da sehen wir hier sogar den Rasenbug dann, ne? Dass man den Rasen da ja nicht immer so umsetzen konnte. Geile Sache. So, die Drachen wollen wir auf jeden Fall auch behalten. So. Halt, die Drachenei natürlich auch noch. Die Autos auch auf jeden Fall. Ach, ich muss mal gucken, wie ich das... Naja, mal, vielleicht werden wir die Autos schrotten oder so. Machen wir erstmal das Gröbste, was wir nicht mehr brauchen, weg. Weg, 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 weg. So, den hinteren Zaun, den können wir wegmachen. Und da sehen wir ja die unterschiedliche Grasfläche. Weil da drinnen haben wir unseren sonnengebrannten Gras.
Nee, das sonnengebrannte Gras, nicht die Sonnen, oder? Hm? Ihr wisst schon, was ich meine. Nee, ich auch nicht. Jo, der Swimmingpool und so weiter. Hm? Ach, das wird hier alles nochmal. Die Hölle. Es ist die Hölle. Es ist Wahnsinn. Hölle, Hölle, Hölle. Die Bäume und so kann ich ja alles nochmal neu setzen, theoretisch. Aber erstmal so im Groben und Ganzen, ja. Aber ich muss mal gucken, wie es hin wird oder nicht wird. Notfalls können wir ja immer noch laden. Ja, okay. Das sieht eigentlich so ganz okay aus. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir umziehen. Wie geht denn das? Optionsmenü. Nee, so nicht. Mach du das mal. Ja, geh mal in meinen Spielmodus. Ja, du darfst das machen. Du hast ja auch einen Computer, das heißt, oder geht das auch mit dem Smartphone? Schauen wir mal nach. Haus. Einzelhandel. Nein. Restaurant. Nein. Das ist auch nicht Urlaub. Haushalt umziehen lassen. Ja. Did it work? Ich hoffe ja. So, dann wollen wir mal sehen. Klim, 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 klim. Einmal aufs Smartphone. Na? Wunderbar. Du hast Lust auf ein richtig anspruchsvolles Spiel. Suche im Baumodus nach der Motion Gaming Ausrüstung. Als ob. Geschickte Sims können die Schreinerbank und so weiter und so fort. Gut, wir ziehen von hier weg. Hier haben wir ja dann noch diesen anderen Haushalt. Da sind ja unsere Elfen. Und wir gehen wieder nach Willow Creek. Ich hoffe, das war in Willow Creek. Genau. It's Willow Creek. Und hier in Willow Creek ist ja auch der Dark Lord. Und dort nehmen wir wieder unser anderes, altes, ja, die alte Quantum Mansion. Da wollen wir bitte mal hin. Möbel behalten, Möbel verkaufen. Nee, es ist Mist, das geht so nicht. Okay, dann machen wir es anders. Escape abbrechen. Umzug abbrechen. Ist das wieder geil. Wap, 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 wap. Spannende Musik. Es ist wieder ganz genial. Exos weiß wieder meist nicht, wie es funktioniert. Jetzt haben wir natürlich auch die Höllenladezeit noch. Müssen wir mal sehen. Komm, mach hinne. Ich hab hier keine Zeit. Ich will hier noch ein Let's Play machen. Ja, liebe Leute. Ich kann ja nicht wahr sein. Ja? Kann nur nicht so schwer sein. Ja? Hofft man zumindest. Aber wie heißt das immer so schön? Die Hoffnung, die stirbt bekanntlicherweise zuletzt. Und in dem Fall ist die sowas von zuletzt gestorben. Man glaubt das ja nicht. Ah. Wap, 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 wap. Wenn es so weitergeht, habe ich hier eine ganze CD eingesungen. Aha, er ruckelt, er ruckelt. Lumbob dreht sich noch ein bisschen flotter. Anderer Sound, okay. Gut, so hat das nicht funktioniert. Dann müssen wir hier speichern. Wartet mal, Baumodus. Nee, doch, ja. Das speichern wir mal. In meiner Bibliothek speichern. Ganzes Grundstück speichern. Das ist die Quantum Mansion. Rückumzug.
Es gibt mir das hier noch eine Versionsnummer. Ihr seht ja mal meine Versionsnummer, die ich. Ach, ich kann nichts mehr drücken. Das passt wirklich bis zum Rückumzug. Jo, da ist es die Rückumzug. In meine Bibliothek speichern. Neu speichern, ja. Ach, Mann. Ist gar nicht so einfach. So, es ist gespeichert. So, dann wollen wir mal hier raus. Das heißt, wir gehen in die Weltenverwalten-Welt. Wir gehen in die Weltenverwalten-Welt. Nur zur Weltenverwalten gehen? Es ist nicht so einfach, aber wir schaffen es schon. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, ich muss dann schon wieder alle Geräte sozusagen updaten. Das war ja mal so gewesen, das Problem. Ah, ja, ja. Gespielter Haushalt. So, das war der Willow Creek gewesen. Genau, hier ist die alte Quantum Mansion. Da geht's hin. Baumodus. Warte mal, ich kann da vielleicht auch sowas machen. Neues Haushalt zum Einziehen erstellen. Nö, das ist auch nicht. Guck gerade, ob es hier noch andere Möglichkeiten gibt, aber leider nicht. Nö. So easy ist das nicht. Nö. Galerie öffnen. Galerie. Meine Bibliothek. Alle. Nicht alle. Anzeigen. Top aktuell. Grundstücke. Haushalte. Okay, Grundstücke. Alle ist richtig. Müsste ich jetzt hier theoretisch erfinden. Ja, hier ist meine Balu-Schlemmerhütte. Haus der gebrochenen Herzen. Was ich hier teilweise getestet habe und angeschaut habe. Ja. Ich bin gerade zu blind. Alantan, ja. Ich sehe hier überhaupt nicht mein Haus. Home vielleicht? Community? Meine Bibliothek. Meine. Wo sind jetzt bitte hier meine? Ich habe so eine Idee. Aha. Wird schon ein bisschen mehr. Aber hier fehlt doch was. Haushalte. Grundstücke. Hier fehlen meine anderen Gebäude. Wo sind die hin? Mhm. Das alle. Alle. Da ist die und die Schlemmerhütte. Die Schlemmerhütte ist ja groß. Die Q ist eigentlich auch recht groß. Benutzerdefinierte Inhalte. Erweitert. Packs. Ich bin bekloppt, ich bin's nicht. Grundstückart. Wohngrundstück. Es ist ja ein Wohngrundstück eigentlich. Alle. Zeig da die wieder an. Das ist sehr merkwürdig. Alle. Hashtag Exos. Ah ne, da ist Objektname. Hashtag.
EXXOZ. Das ist die Quantum Mansion. Quantum Mansion, Gut Eichendorf. Von welcher Version ist denn die bitte hier? Das ist noch eine etwas ältere. Grundstücke. Ja, da sind die drinne. Die sind in meine Bibliothek. Da sind die möglicherweise nicht drinne. Am beliebtesten. Versteh's nicht. Ich bin zu blond. Galerie öffnen. Herunterbare, ladbare Inhalt. Das ist was anderes. Welten verwalten. Was soll das? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Mache ich da irgendwas wieder mal falsch, oder was? Windenburg. Mal nochmal in Windenburg. Windenburg. Da haben wir's. Meer. Baumodus. Was ist denn Meer? Haushalt ausziehen lassen. Haushalt ausquartieren. Haushalt verwalten. Ausziehen. Gucken wir mal, ob es so vielleicht geht. Möbel behalten. Es ist nur Möbel. Warum? Ja. Es ist doch, das ist doch hier große Verarsche. Baumodus. Gucken wir nochmal. Ich bin gerade so ein bisschen am Verzweifeln, wie man merkt. Es ist durchaus normal, aber nicht gewollt. Windspiele. Aluminium, Ceramic, Bambus in niedriger, mittlerer und hoher Tonlage. Was für eine Vielfalt. Sehr schön. Ratter, 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 du suchst eine schnelle Methode, um deine Emotionen zu verändern. Versuche es mit dem Teekocher Teemagie. So, probieren wir es nochmal. Info. Quantum Mansion. Wir nennen das mal Rückumzug, das Ding jetzt einfach mal. Einfach mal Rück. Wir machen mal ohne Ü, vielleicht ist das Ü das Problem. Einfach Ruck. Kann ja sein. So, dann speichern wir das Ganze mal. Da ist es. Bla 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 bla. So, dann nehmen wir das auch hier Ruck. Das ist der sogenannte Ruckzuckumzug. Machen wir das nochmal hier so. Neu speichern. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja so ran. Jetzt haben wir einmal Ü weggemacht und wir haben das jetzt eben so gemacht. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt geht's folgen. Muss ich wieder in die Welten verwalten Welt? In die Welten verwalten Welt. Ah, super. In die Welten verwalten Welt. So, ratter, ratter, ratter. Gut, dann gehen wir wieder hier rein. Willow Creek? Yeah, Willow Creek. Ach, das alte schöne Örtchen. So, Quantum Mansion. So, die bearbeiten. Dann schauen wir mal, ob es jetzt geklappt hat. Wenn nicht, bin ich dann so langsam ein bisschen am Verzweifeln. Ne? Dip, dip, dip. So, dann brauche ich einmal Galerie öffnen. Dann gehen wir in Community. Hashtag Exos. Quantum Mansion. Aktuelle Größe. Aha. Keine Internetverbindung. Will der mich jetzt hier verdümseln oder was ist hier los? Verbinden. Was ist heute los? Und? Grundstücke, top aktuell.
Jetzt zeigt er mir gar keine mehr an, oder was? Erweitert. Aha, hier ist sie. Quantum Menschenruck, super. Ja. So, und platzieren. Möbliert natürlich. Ja, dadurch wird der aktuelle Grundstückplan sowieso aufzuheulen. Ja. Dann wollen wir die ganze Chose mal drehen. So in der Art. So, jetzt muss ich mal überlegen. So die Mitte treffen, ja. Unser Parkplatz wird geschrottet. Die Drachenfiguren sind da. Das ist auch da. Das ist alles in Ordnung. Bisschen von der Teichanlage wird geschrottet. Ja, nehmen wir aber so. Halt, wir gehen ein bisschen nach vorne, mussten wir, glaube ich. Bin mir gar nicht so sicher. Weil sonst hat es mit den Zaun dann nachher nicht gepasst, wa? Oder wir verzichten hinten auf den Zaun. Brauchen wir nicht. Wir machen den Zaun verbinden mit dem Gebäude selber. Genau, machen wir es so. Okay. Schwierige Wurde, aber manchmal ist es halt so. Das Wichtigste ist... Joa, das passt. Ah ja, wir können das Ganze vielleicht ein bisschen nach vorne ziehen, oder wir lassen das so. Vielleicht kann ich auch verkehrt. Haben wir hier nochmal, müssen wir mal sehen. Da gucken wir mal, also ob wir die wieder so lassen oder so lassen. Oder wir ziehen das doch nochmal ein bisschen nach vorne. Nee, wir lassen das so, oder? Ich muss mal gucken, wie würden das wirken. Wie würden das wirken? Danke. Wie würden das wirken? Hier geht er nicht. Logisch, ne? Hier würde er dann so abschließen. Ich würde mal sagen, wir lassen das so. Ja, wir lassen das so. Das heißt, wir machen erstmal heute hier Ende und machen dann morgen in alter Frische weiter. In dem Sinne, ciao, ciao und... Bye, bye.